Schaut alle auf jeden Fall vorbei. Für die Leute, die nicht dabei sein können, auf der YouTube-Seite von Universum könnt ihr den Kampf ja live gucken. Ne? Alright. Ich danke dir. Ich wünsche dir viel Erfolg, Bruder. Wir sehen uns. Mal Kamera mit, wir holen. Aber irgendwie holen die noch die anderen. Kamera. Willst du noch was sagen? Direkt. Was ist passiert beim Face-Off? Ganz ehrlich, ich habe mich normal aufgeregt. Ist normal. Ich habe Erfahrung. Aber mein Ohren hat wehgetan, Alter. Deswegen habe ich mich. Was hat er dir überhaupt reingeschrieben? Keine Ahnung. Einfach mach nur. Mal sowas. Ja. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Der macht das erste Mal. Der ist wirklich, ich muss was eins sagen, ne? Der ist beim Show machen, der ist Weltmeister. Aber Kampfsport, der ist Hausmeister. Diese Reaktion von Kamran wurde halt direkt nach dem Face-Off gefilmt. Das Interview an sich fand auf jeden Fall vor dem Face-to-Face zwischen den beiden statt. Also da ist ordentlich was passiert. Ja, wie schon gesagt, das ist eine krasse Sache. Das ist auf jeden Fall ordentlich Dampf dahinter. Ab 18 Uhr könnt ihr bei Universum Boxing auf dem YouTube-Kanal diesen Fight live schauen, beziehungsweise das Event und später im späteren Verlauf natürlich dann den Fight. Freunde, wenn ihr mich supporten wollt, damit weiter Interviews zustande kommen, lasst doch unbedingt gerne ein Like und ein Abo hier auf dem Kanal da. Guckt den Fight bei Universum Boxing und schaut auf jeden Fall bei ESN vorbei. Dort könnt ihr mit dem Code NOTIME Minimum 20% auf euren nächsten Einkauf sparen. Viel Spaß bei diesem Interview. Ja, Freunde, ich bin hier mit Kamran Aminzadeh bei den Weigh-Ins von Universum Boxing. Morgen geht's los, der Fight gegen Ben Fresh. Wie fühlst du dich erstmal? Bist du gut vorbereitet? Hi. Hi. Ja, ich fühle mich sehr gut und sehr gut vorbereitet. Ja. Sehr gut. Was denkst du allgemein, wie der Kampf morgen ausgehen wird? Das ist schwer zu sagen, aber ich habe Mühe gegeben. Ich habe genug Sparring gemacht. Ich habe gute Vorbereitung gehabt. In der Vorbereitung hatte ich so ein bisschen Verletzungen gehabt, aber keine Ausrede. Ich bin schon derbe fit. Ich gebe Mühe. Motivation ist sehr hoch und ja. Ja. Ich kann nicht versprechen, welche Runde oder wie, ich will nicht versprechen, aber ich gebe Mühe. Und danach, wenn es dann, also ursprünglich kommst du ja vom MMA, letzten Fight hast du ja gehabt gegen Michael Smolik. Ja. Ne? Das war ein, genau, Niederlage. Ja, Niederlage gegen Michael Smolik. Danach bist du jetzt zum Boxen gewechselt, so wie geht es danach weiter? Ist danach wieder zurück zum MMA und der Name Michael Smolik ist ja auch interessant für dich. Willst du da vielleicht auch Rematch haben oder irgendwie sowas? Sehr gute Frage. Ja, leider, letzter Kampf war MMA gegen Michael Smolik. Das war Corona-Zeit. Danach in Hamburg hatten wir sehr Schwierigkeiten. Wir hatten keine Halle, wenig Sparringpartner, wenig so Trainingspartner und so. Ich hatte keine Halle, keine Ausrede, Niederlage, auf jeden Fall keine gute Vorbereitung. Niederlage gehört auch dazu, aber ich konnte viel besser kämpfen. Natürlich wegen des Smolik bin ich hier gekommen, dass ich diesen Kampf, Bruckkampf wieder habe. Danach irgendwie habe ich mit Universum, Ismail Ozan, Inhaber und so, die habe ich kennengelernt. Die sind sehr nett, guten Eindruck gemacht. Danach, die haben gesagt, mach mal Box. Ich habe angenommen einfach, weil ich Kämpfer, ich liebe Kampfsport. Mhm. Und ich will das einfach probieren. Und nicht nur probieren, ich glaube, wird schon. Ja? Ja. Das ist auch also dein erster professioneller Boxkampf, ne? Das ist der erste professionelle Boxkampf. Mhm. Danach rede ich. Ich möchte auf jeden Fall, ich bin, Smolik finde ich sehr faire Gegner. Abgesehen, wenn jetziger Gegner ist gar nicht fair, aber Smolik ist richtig fair, ist ein wahrer Kämpfer. Und will ich mit denen gerne so kämpfen. Sogar komme ich halbe Schwergewicht. Ich wiege jetzt 97. Mhm. Für mich ist easy, dass ich runterkomme und mit denen boxen oder MMA oder Kickboxen, ist egal. Ja. So einfach will ich wieder nochmal wieder starten. Wegen Corona habe ich sehr viele Schwierigkeiten gehabt. Mhm. Also würdest du allgemein sagen, dass der Kampf, den du gegen Michael Smolik bestritten hast, aufgrund, also dass du ihn deshalb verloren hast, wegen der Corona-Vorbereitung, oder? Ja, das nehmen die Leute, die Menschen aus Ausrede, aber wirklich, ich habe Zeuge, ich habe mich im Park vorbereitet. Einmal habe ich abgesagt, weil konnte ich nicht, ging nicht. Danach, das zweite Mal geht gar nicht. Ne? Ich habe einfach Kampf betreten, und ohne Coaching. Nur zwei Jungs waren hinter meinem Ding. Ohne Coaching, ohne richtige Coaching.
Das geht das nicht. Mit so einem großen Kämpfer, großer Name, der hat viel Erfahrung im Kickboxing-Sinne. Ich auch im Kickboxen. Ja. MMA wollte ich steigen, leider ging nicht, aber hoffe, nach diesem Kampf bekomme ich diese Chance und ja, muss ich weitermachen, aber Boxen gefällt mir auch. Mhm. Ich will auch ein bisschen auch mehr boxen. Ja. Wenn du mal so auf die Promo guckst vom Kampf jetzt gegen Ben Adbubi, da ist extrem viel passiert. Immer wieder so mal aufeinandertreffen, wo auch Dinge geworfen wurden und vielleicht unschöne Worte gefallen sind. Sagst du, das ist alles trotzdem sportlich oder ist da wirklich bei euch so Hass-Beef, sag ich mal? Wie gesagt, vielleicht haben sie keine Info von mir. Ich habe mehrere Kämpfe auf jeden Fall. Mhm. Fast, weiß nicht. Wenn ich nicht lüge, fast 200-300 Kämpfe habe. Allgemeinen Kampfsport. Ich habe noch nie so einen Unfair-Gegner gehabt. Und mit dem komme ich gar nicht klar. Vielleicht warum würdest du sagen, er ist unfair? Weil der hat verloren und er gibt nicht zu, dass er hat verloren, ne, MMA. Und er hat die ganze Zeit gemuckt. 3 Jahre, die ganze Stress und Streit und die ganze Medien, die ganze zum Beispiel letztes Mal mit Eimer, viele Leute haben geguckt, aber ich bin nicht unsportlich, ich will gerne sportlich bleiben, aber wenn jemand will unsportlich, heute los. Dann greifst du auch mal oft zu den Sachen sozusagen, ne? Immer was da ist. Ja. Ja. Was würdest du sagen, wie der Kampf allgemein morgen ausgeht? Hast du eine Prognose für den Fight? Sieg. Sieg? Einfach Sieg. Sieg. Dann Rest. Ich will nicht jetzt groß reden, danach morgen, wenn ich irgendwas ist, dann alle lachen mich aus. Ne? Mhm. So nicht. Ich habe genug Erfahrung, gute Kondition, gut vorbereitet. Ich gebe Mühe und Sieg gehört uns. Hast du außer Michael Smolik, sag ich mal, wenn du jetzt rein aufs Boxen guckst, noch irgendeinen anderen Gegner, der interessant ist als nächstes theoretisch? Boxen ist eine andere Branche. Ne? Ich kenne viele Boxer nicht. Boxer kennen auch unsere MMA und Kickboxen nicht. Ja, aber hier ist ja auch so, dass viele Influencer auch, sag ich mal, ja, boxen oder so. Ja, ich bin doch von Universum. Ne? Hm. Ich trainiere bei Universum und ich gehöre zu Universum. Und ich verlasse mich auf Universum und die Promotion, unsere Managerin, die machen das schon. Mhm. Und von mir aus, egal welche Gegner, wie groß, wie weit, wie Reichweite oder... Einfach aktiv bleiben. Einfach aktiv, ich kämpfe einfach. Mhm. Ich gehe rein. Natürlich, Vorbereitung, die organisieren alles. Mhm. Dann, ich muss nur jeden Tag hier sein, zweimal. Ja. Alles klar. Ja. Hast du sonst noch irgendwelche letzten Worte vor dem Fight gegen Ben Adbubi morgen? Vergiss dir mein Gesicht nicht, ne? Sieger sehen so aus. Ne? Alles klar, danke für die Zeit. Ich wünsche viel Erfolg. Dankeschön. Danke dir.